Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. I left so many people that I loved behind. Und somit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ist wieder euer Berliner mit Walking Dead von Telltale Michonne. But there are two. Just two that I can never forget. I thought I was done with them. But they're not done with me. Oh, ihre Kinder. Da sieht sie sehr jung aus. Und eine Tür im Wald. Was wird uns erwarten? Muss ich mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Und wir sind bei uns zu Hause im ehemaligen Haus. Sie noch frisch angezogen, mit Jackett. Die Sirenen im Hintergrund, alles brennt nicht. Und die Kinder. Nein! Ich hab zu lange gebraucht. Ich drück die Q-Taste so selten. Na gut. Boah, nicht schon wieder. Ja, so sieht's aus, Leute. So, wir machen wieder die Tür auf. Sehen die Kinder im Wohnzimmer sitzen. Oh, jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Die drücke ich immer so selten, die Q-Taste. Da sind sie noch nicht verwandelt, so wie es aussieht. Und zack. Jawoll. Ach, jetzt ist sie wieder im Wald. Okay. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe nur Staffel 1 und 2 davon gespielt. Oh, da kommen immer mehr Zombies. Ihm die Rübe ab. Oder spalten wir ihm mal den Kopf. Wir bücken uns. Achso. Okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na gut. Anfängerfehler. Ich muss mich erstmal voll dran gewöhnen hier. So. Boah, alter Falter, ey. Zack. Was war das denn? Ich hab da eh gedrückt. Boah. Gibt's da nicht, sag mal. So doof kann ich da nicht sein hier. Und da. Ich glaube, so oft ist doch keiner gestorben in dem Spiel wie ich am Anfang. Jawohl, jetzt klappt's. Da sind jetzt der Teddybär und der Roboter unterm Bett. Zack. Zack. Alter Falter. Sehr appetitlich hier. Und da rennen die Kinder weg. Pack. Lecker, 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 lecker.
Wieso macht das nicht? Ich meine, fast zu spinnen. Nee, ich bin doch nicht. Zombie frisch gegrillt. Boah. Leute, das ist ein Geschlachter hier. Und willkommen bei Walking Dead. Also, ich wusste ja, dass die Alte eine richtige Killerbraut ist. Fuck. Ohohoho. Radabhängen, Radabhängen, weg mit dem Köpfchen. Oh, die ist schon ziemlich geschafft jetzt. Jo, die machen einen auf Kopflose weiter. Schon heftig, also. Sie hat scheinbar Wahnvorstellungen. Geht sie zu ihren Kindern? Ich habe eine ganz böse Vermutung, Leute. Hey. Ah. Echt jetzt? Some days I envy the dead. Wir bleiben. Wir machen uns, wir geben uns auch keinen Headshot. Geile Mucke. Das war schon immer ein Plus von Walking Dead, auch in der Serie. Die Musik ist immer rattengeil. Bin so ein Fan von der Musik. Ja, und wie gesagt, herzlich willkommen nochmal zurück zu Walking Dead mit mir, dem Berliner. Wir werden uns jetzt die ersten paar Folgen mal reinziehen hier. Und wenn dann mit der neuen Staffel anfangen, die alten Staffeln werden auch noch kommen. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Oder? Doch, mit Escape. Spiel fortsetzen. Super. Sehr, sehr heftig, muss ich ehrlich sagen. Verwickelt und verstrickt. Folge 1. Drei Wochen später. Mama, wo are you? Krass. Fuck. Can't sleep anyway. Man sieht, siehst du natürlich der harte Brocken? Rashid, come in. Over. Vanessa, you there? Okay, die sind auf dem Schiff. Tyrese ist da. Er sieht aus wie Tyrese. Hey, Pete. Michonne, what are you doing here?
Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. I honestly don't know. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oak! Oak! Whoa! Get down here. Michonne's taking your ship. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa! Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Something might have happened to them, Pete. Maybe they just didn't make it. And maybe they're still out there. Maybe they need our help. We just don't know. That's the problem. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. Mm-hmm. You hear it? You hear it, right? It sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I hear static. No, it's more than just static. Hey. Michonne? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Okay. Oh, da kommt eine Stimme. You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. All right. Here's my ear. Let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Oh man, ob das nicht schief geht. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Okay. Jetzt sollen wir also suchen. Muss ich auch drehen, oder was? Ja. Haussperre drehen. Drehknopf drehen. Okay. Jetzt haben wir den Balken. Ah, wir haben es geschafft. Who am I talking to? Hier ist Sam. Okay, sie haben jemanden gefunden. Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. But it's just... Oh! Shit, what the... Oh, bloody hell! Who's that? Can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here! Uh-oh. What do we hit? Hell if I know! I can't see a damn thing! Berto! Hold the wheel steady. Take it yourself, now! Oh. Sadiq, get down! Oh, you hat's erwischt.
Thanks for the save. Jetzt kommt ihr Ding zurück und erwischt ihn. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. We're stuck out here, nowhere to go. You all need to calm down. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Oh, der glaubt der ganzen Sache nicht. What exactly did she say? She sounded young and scared. I doubt she's a threat. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just boah, na super. See if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Wir sollen tauchen gehen. Spitze. So muss es sein. Steuerrad. Fernglas verwenden. Machen wir mal. Wir gucken mal in die Ferne. Seems pretty quiet. Was haben wir hier? Taschenlampe, über die Taschenlampe blinken über die Kante. Stimmt, Zombies. Was haben wir hier? Untersuchen. Okay, das hat sich irgendwas losgerissen. No wonder they broke. Michonne, we could use a hand here. Maybe we're gonna bleed the wind out of this sail. Stand by what I said. Pete isn't cautious enough. Look, he's just an optimist. You call it what you like, but we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are. You think this is an accident? Damn wind. Grab it. Yeah, you're saying this is a trap. People do anything to survive these days. And to get their hands on a boat like this? Oh, you think you got it all figured out, don't you? Thanks. We can think of it here. So, dann werden wir uns mal weiter umgucken hier. Sag Kreis. Ansehen. Was zum Essen finden, okay. Werden wir auch, keine Angst. Wir werden uns die Pflanze angucken. This should start producing fruit one of these days. Okay, also wir haben Früchte vielleicht dabei, mal gucken. Achso, wir konnten ja richtig rumlaufen. Stimmt, ja, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. So. Wir werden mal zur Küste gucken. What's that? Okay. Sieht aus wie eine alte Festung. Können wir Fernglas verwenden, richtig? Nee, können wir nicht. Gut. Wir werden mal weiter dackeln und werden mal gucken, was wir hier noch alles haben. Taschenlampe verwenden. Ah, wir sind auf Grund aufgelaufen oder ein altes Schiff. Hey, Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Hey, Michonne. Hope no one's still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? Verstehe ich. I've seen better places than this get torn to shreds. You're not the only one.
I shouldn't let him see me slacking off like this. Da läuft doch irgendwas. Was für Netze? Oder was finden wir? Nichts finden wir. Not much to see out there. Viel gibt es nicht zu sehen, da hast du recht, Mädel. Steuerrad testen wir mal. Yeah, I know. Working on it. Mhm. Steuerrad ist defekt. Das ist nicht gut. Pete. Let's fix this mess. Get going again. So, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Wir gucken über die Kante. Geht nicht. Taschenlampe verwenden? Möchte ich eigentlich ungern. Okay. Jetzt kann er über die Kante sehen. Möchte wissen, was da noch zu sehen ist. Na? Stimmt da was nicht? Fernlass verwenden. Schauen wir nochmal, was wir da gesehen haben. Eine große Yacht haben wir gesehen. Sehr schön. You see anything out there? Looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Jawohl. Eine alte Fähre. Mit dem können wir nicht reden. Dann werden wir mal ihm hier berichten, dass wir was entdeckt haben. So. Find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Oder Hebel. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need, Pete. Okay, wir müssen rüber zur Fähre. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Let's round up the crew. Hmm. Michonne okay. And I will scout the ferry, see what we can find. Echt, Moni Machete? Ach ja, du hast ja Moni Machete. So we're just gonna sit around waiting for you. You wish. You've got work to do. Wettstein? Okay, sie schafft nochmal ihre Machete. Christ, here we go again. Guys. You three. Catch the boat, pull her out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Okay. Stay near the boat and keep her safe. Achso. Hm. Achso. Also Wetzer. Der Wetzer werde ich nicht hier. Okay, wir haben sie gepackt. Und nun geht's los. Ein paar Zombies töten. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on. Netter Kerl. Let's get going. Der andere versteht die Zeit noch nicht so, habe ich das Gefühl. You ready? Wieso habe ich ein ganz dummes Gefühl? Mal sehen, was uns erwartet. Es wird interessant.
Werden wir es überleben? Das warten wir ab. Und das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Berliner.